Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Warum habe ich jetzt die Quest wieder aktiv? Ja, wir haben noch ein paar Quests auf Lager. Einige davon sind etwas hoch, nämlich Stufe 33. Die ist empfohlen und deswegen machen wir die. Wildes Herz. Wo ist denn Plätze? Plätzchen, komm mal her. Wir haben wieder was zu entdecken. Und zwar, wo muss ich dorthin? Okay, da ganz runter. Wow, das ist ja schon noch ein Stück. Können wir uns auch gleich noch diesen Ort hier ansehen. Goodie, komm Plätzchen. Wir haben was... Oh, Plätze. Bleib mal stehen. Danke. Da reitet sie einfach weiter. Nee, sie läuft. Ich reite ja drauf. Deswegen kann man das nicht so nennen. Alles klaro. Bin ich noch richtig? Na klar. Ich habe ja diese Wegmarkierungen ausgestellt, was ich jetzt persönlich so ein bisschen attraktiver finde. Einfach mal auf der Karte nicht diese gestrichelten Linien zu haben, das sieht schon ein bisschen besser aus. Da muss man eben selber gucken. Oh. Schon hier los. Den kranken Schwarzen gehört, die nach Temerien geschickt werden? Möge sein Ding sollen ganze Dörfer, aber nicht über die Kinder. Und wenn sich die große Finsternis herabsenkt, Bruder wird gegen Bruder kämpfen. Mutant! Oh. Ihre Söhne verstoßen. Ich glaube mal euer Erz und Feuerlich eure Wolle, ne? Die Felder verwüsten. Wölfe und Krähen werden Zehren von zahllosen Leichen. Wenn hier gibt niemanden, mit dem ich reden kann? Hallo? Oh. 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 Als wäre ich so schlimm anzusehen, ne? Das ist, ich finde das ja eine Beleidigung. Die ganzen verrückten Bauern hier. So, warte mal, muss ich jetzt lang? Bin ich richtig? Ah ja, da ist es schon. Warte mal, hier im Wald war noch was. Seht ihr, das ist so eine Art Lichtung. Ja, so eine Art Lichtung. Das ist eine Lichtung, sagen wir, wie es ist. Vielleicht gibt es da ja doch noch was. Hier. Ich meine, es war kein Fragezeichen, aber vielleicht haben wir... Oh. Sieht echt aus wie ein Lagerplatz. Guck mal, da sind überall Steine mit Runen drauf. Da hat da bestimmt schon mal jemand kampiert. Guck mal, überall diese Steine aus. Noch wie so ein Drudenkreis. Nicht so schnell, Plätze. Oh, warte. Da war was auf dem Stein. Bleib mal kurz stehen, Plätzchen. Igni? Wow, das brennt ja wirklich lichterloh. Aber hier noch? Hat das einen Sinn, wenn ich die anzünde, diese Steine? Es passiert zumindest nichts. Ja, echt mal, das sieht aus wie ein Ritualplatz. Von Druiden. Lauf, Plätze! Ah, mal sehen. Vielleicht kommt er später nochmal her. Vorne ist der Ort, den ich noch entdecken wollte. Ich bin schon echt gespannt, was hierbei rauskommt. Ob wir Ciri finden werden? Oh, Deserteure. Verdammter Ziegenficker. Wie nennst du mich? Ich glaube, es hackt, mein Freund. Ich glaube, es hackt. Ich kann nicht mehr speichern. Au! Alter, schieß mir noch nicht so einen Pfeil ins Gesicht. Guck mal, der schießt immer noch. Hör auf Plätze zu schießen, ja? Du bist doch eine Arschbacke. Kannst du mal aufhören jetzt? Guck mal, mit so einem scheiß Bogen hier. Ja. Du mit deinem... Was hast du? Bei Willi Teles was bitte? Bei ihren Spaßtüten? Das sagt man aber nicht. Ich hab mal eine Schwalbe. Nein. Na kommt. Hör mal auf, hier rumzuzappeln. Lass ihn nicht zu Atem kommen! Doch. No. Ich darf da nicht zu nah rein. Wenn die mich umzingeln, ist wieder vorbei, ne? Hör mal auf jetzt mit deinem Bogen! Die ganze Zeit, guck mal, wie viele Pfeile hast du denn noch, bitte? Warum sehe ich das Igni nicht? Verdammt. Au! Habt ihr gar nicht. Aus dem Scheiß zu reden. Au. Du, Penner mit dem Bogen. Flüche! Der
Curses! Ich versuche euch gar nicht. Ihr seid nur so doof und... Warum soll ich aufgeben? Ich habe das hier für euch. Guck mal, man sieht Igni gar nicht mehr. Was ist da los? Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Oh nein, der hat schon wieder seinen Bogen gezückt. Das ist scheiße. Au. Wie blockst du denn eigentlich ohne dein Schwert draußen, bitte? Er zaubert! Der Bastard zaubert! Klarzauber, ich bin Hexer! Au. Es reicht mir jetzt langsam mit dir. Und wenn ich jetzt draufgehe, du stirbst auch mit. Danke. Na klar, verfluche ich euch. Ihr seid scheiße. Sind das Flüche genug? Aha. Guck mal, das brennt gar nicht richtig. Was ist los mit euch? Warum brennt ihr nicht richtig? Na komm. Was hast du denn? Alle zusammen, Leute! Hatte ich noch Fan drauf? Jetzt habe ich es auf jeden Fall wieder. Ach du Elend! Wir ziehen dir die Haut ab! In der Mitte zerhackt habe ich ihn. Schön! Hühnerbeinchen. Oh, ich habe wieder was zu essen gefunden. Gut, eine Strickleiter. Ja, ich nehme jetzt mal alle Waffen mit. Eine Wasserflasche. Wenn was zu schwer ist, lasse ich es fallen. Oh, wie gut. 3 Floren. Hat mal die Jungs zerhackt hier. Was habt ihr da? Ach, mach ich mal die Lampe an. Jägerhose. Gut. Ihr habt euch ja schön eingerichtet hier, ne? Oh ja, lecker, lecker Essen. Na, mach doch mal die Kiste. Gehärtetes Leder für eine Rüstung und eine Kerze. Na toll. Ich habe jetzt vermutet, dass es in der Kiste was Großes, Leckeres gibt, aber nö. Aber nö. Sag mal, Geralt, weißt du, was voll gut wäre? Wenn du die ganzen Wasserflaschen hier sammelst und dann mit Wasser füllst, wenn du diese leer trinkst, ne? Das wäre eigentlich voll die Idee, meinst du nicht? Stattdessen nehme ich immer deine neue Flasche. Und schmeiß die alte weg, wenn sie leer ist. Also solche Flaschen, die sind ja oft aus Häuten und Tierblasen. Ich meine, das wäre eigentlich ratsam, die aufzuheben. Nur mal so. Oh, ihr seid freundlich. Schwarzzweig. Das ist ein Schmied. Oder? Das ist einfach nur ein Händler. Der hat nur eine Schürze an. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Ja, erstmal das, dann das, ne? Zeig mal, was du anzubieten hast. Ja, dann gucken wir mal. Du hast nichts, im Prinzip. Adalbert Kermits erste Karte. Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Die kostet 15, die nehmen wir mal. Fackeln habe ich ja. Gehen die überhaupt kaputt mit der Zeit, die Fackeln? Und wie viel hast du? Du hast 175 Geld. Ziegenhaut, ja komm. Die heute kann ich ja gut verkaufen, ich meine. Was ist das? Rehhaut, ja komm. Altes Bärenfell. Oh ja. Auch das. Das Eisbärenfell will ich mir jetzt eigentlich aufheben, wisst ihr das? Wut, 25. Das gibt 25, die Pferdehaut. Das ist ja heftig. Bossfell. Okay. Immerhin was losgeworden. Und ich habe wieder ein bisschen Gewicht. Naja. Bist du? Nein, ich werde kein Gewinn spielen. Das könnt ihr mal so vergessen, dass ich Gewinn spiele. Macht mir nicht so Spaß, wirklich nicht. Und wer die Tochter des Barons findet, der soll sie sein. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ja, hier, deine Frau ist verschwunden, habe ich gehört. Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein, sie war fröhlich und glücklich, wie immer.
Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Na gut. Nach Spuren suchen. Ich werde erstmal hier mit Glenna sprechen. Der Frau des Schlachters. Vielleicht weiß die ja was. Ups. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Eieieiei. Die hat aber einen ganz schön tiefen Ausschnitt. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Nicht wirklich. Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Die ist ja ganz schön unbeschwert. Vielen Dank. Leb wohl. Ich weiß ja nicht, also wenn jetzt jemand hier verschwindet... Opa, erzähl uns ein Märchen! Welches denn? Siehst du meine Muskeln? Das von der Fee oder das vom Einhorn? Das von dem Herrn, der von Mäusen gefressen wurde. Boah, die Fee. Wieder. Ich denk drüber nach. Ich will dir das mit der Fee hören. Mann, boah, dummes Kind. Papa, komm, wenn ich groß bin, werde ich... Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Die Kinder, das Mädchen, das habe ich da schon gesehen. Das war doch so... Naja gut, die werden dieselben benutzt haben. Ich wollte Modelle. Mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Ich hab da schon eine Vermutung. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah. Ich konnte sie nicht erkennen. Also entweder könnte es die Schwester sein, weil sie mit dem Mann zusammen sein will, oder die Rothaarige. Vielen Dank. Lebt wohl. Ja, ich könnte wetten, eine von den beiden ist es. Ach, warte mal, der Schmied. Ich verkaufe dem mal meine Waffen, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Gewicht. Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich. Okay. Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Der hat ja eine komische Einstellung, dieser Schmied. So, Stufe 4. Oh, eine Axt. Nee, ich mag keine Äxte. Die kommt weg. Das ist besser als meine, aber... ich lasse das mal. Ich will meine Waffen behalten. Die sind so gut. Dieses Set, dieses Vipern-Set ist einfach klasse. So, hast du noch ein bisschen? 196? Warum habe ich mein Vipern-Stahlschwert nicht ausgerüstet? Kann mir das jemand sagen? Warte mal. Ja, tschüss, ne? Bis dann.
Warte. Warum verdammt habe ich... Warum habe ich ein normales Stahlschwert ausgerüstet, bitte? Ich verstehe das nicht. Wenn ich groß bin, was denn? Ja, ich will was kaufen. Sei nicht so unhöflich, bitte. Ich sehe... So unfreundlich, besser gesagt. Ja, jetzt sind die auch viel schlechter als meine. Nein, den behalte ich mal, den Sattel. Laboratorset. Nee, das behalten wir auch. Oh, ich habe schon 800 Kronen. Das ist gar nicht mal so schlecht. 800 Kronen. Und die Floren und Ohren, die brauche ich ja gar nicht mehr. Scheinbar. Blei, warte mal, ich wollte mir was kaufen. Hast du Salpeter vielleicht? Wachs. Nein, ich brauche Salpeter für Bomben. Ich glaube nicht, dass er Salpeter hat. Das müsste auch so ein weißer Staub hier sein. Nö, nö. Leider nicht. Was hast du da noch? Zweite Karte. Ah, die kaufen wir auch. Bis dann. So. Erste Karte, bitte. Als ich Studien unter der Anleitung von Professor Slavko Atimstein durchführte, stieß ich auf vier Orte, an denen Gravuren mit den Symbolen der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind sämtlich identisch mit dem Piktogramm, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe sie auf dieser Karte eingezeichnet. Adalbert Kermit, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie in Ochsenfurt. Oder von Ochsenfurt. Adalbert Kermits zweite Karte. Es sind mehr Orte mit dem Piktogramm des Katzenkopfs markiert, als wir vermutet hatten. Jedes einzelne Piktogramm ist identisch mit dem einen, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe die Positionen auf dieser Karte eingetragen. Die Katzenschule. Okay, da gibt es 7 Stück von. Warte mal. Wo ist denn das? Ist das hier überhaupt? Wenn man es halt gleich suchen könnte oder finden könnte. Novigrad ist ja da oben irgendwo. Yep. Aha, die Katzenschulenausrüstung. Oh Gott, Novigrad, guckt euch diese Stadt mal an. Also, wenn man sich überlegt, dass die anderen Städte... Das ist, glaube ich, Ochsenfurt. Ja, das müsste Ochsenfurt sein. Naja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich umfangreich. Und wir nehmen wieder die andere Quest. Ich wollte nur kurz schauen. Wildes Herz. Nee, eben nicht. Schatz suchen, Hexeraufträge. Achso, doch, das war's mit der Frau des Jägers, genau. Boy. Ah ja. Die Götter haben sich von uns abgewandt. Oh, die Götter! Teil 2. Okay, der schifft mal da an. Kannst du mal aufhören, hier so rumzufluchen, bitte? Contenance. Hab mal Anstand, Kumpel. Die Rehe. Darf man eigentlich wildern hier, oder ist das böse? Oh. Ich kann sehr gut schießen, wie ihr seht. Hallo, Geralt? Ja, es tut mir leid, wenn ich jetzt hier einfach mal das Zeug klaue. Was ist das hier für ein Herrschaftsgebiet? Gehört das dem Baron, oder was? Bleib mal stehen, ihr Viecher. Habe ich getroffen? Tatsächlich. Hey, ich bin ja gar nicht mal so schlecht. Fleisch. Oh ne, es war Rehhaut. Hä? Feinde? Sind das Neckar? Das sind Neckar, tatsächlich. Aha. Lal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 
Autsch. Au. Das war jetzt ein bisschen unüberlegt von mir. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die sofort alle auf einmal greifen. Nein. Das war jetzt echt nicht so schön, aber es hat funktioniert. Hexer? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren, nach vorne schauen. Ich finde das ja leicht verdächtig, ne? Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist, um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Aha. Dich wahrscheinlich, ne? Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Du, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass... Ja, sie hat sie bestimmt selber hier reingeführt und hat sie dann draufgehen lassen. So schätze ich das jetzt mal ein, die Situation. Aber wir werden sehen. Wenn sie jetzt irgendwie durch was anderes gekommen sein sollte als Wölfe, ja, dann werde ich das aufklären. Und vielleicht dann auch ein bisschen lügen, dass er das nicht rächen möchte. Immerhin bin ich ja anständig, ne? So, wo sind die Spuren? Liebe Hannah, wo hast du dich versteckt? Wo ist deine Leiche? Da liegt was. Oh, ich sehe schon. Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Überall ist Blut. Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Oh, die Arme. Oh. Ein Hund? Das war kein Mensch. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Oh ja. Das finde ich aber auch. Klauenspuren. Sie sind tief. Werwolf, ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Okay, interessant. Ist sie ein Werwolf? Und die Schwester hat's gewusst? Vielleicht hat sie sich ja mit Lykantrophie angesteckt, aber Geralt sagte, es gibt Möglichkeiten, das wegzukriegen. Wisst ihr noch, der Jäger? Der absonderliche Jäger? Mit dem haben wir gesprochen und Geralt hat schon vermutet, dass er vielleicht unter Lykantrophie leidet. Ich habe heute wieder Probleme mit der Aussprache, merkt ihr vielleicht. Schon wieder sehr viel aufgenommen. Wo ist denn das Lager? Da. Das sind lauter Kratzer. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Den Baum rauf wahrscheinlich, oder? Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht rauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Okay. Ja, was denn? Die Pfotenabdrücke vielleicht. Hallo? Kannst du die nicht untersuchen? Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht rauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Irgendwas muss ich hier noch finden lassen. Warum meinst du, dass du nicht auf den Baum kannst? Ich meine, du kannst doch bestimmt da hochklettern irgendwie, Geralt. Das muss doch funktionieren. Und das sieht man auch echt, wenn man fast direkt davor steht. Huh.
Nee, also ich glaube nicht, dass wir hier noch viel großartig was finden. Das muss am Baum noch sein. Oder? Das geht's doch gar nicht. Wo ist denn hier noch was? Die Spuren habe ich doch schon untersucht, oder nicht? Nee. Da ist nichts mehr. Geralt. Jetzt sag doch mal was dazu. Den Hund haben wir. Wir haben die Spuren gefunden, diese verwesene Leiche. Der muss doch irgendwie hier weitergekommen sein, der Wolf. Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Hm. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Da sind nur Kräuter. Er will die Fußspuren aber auch nicht wirklich untersuchen. Oh Mann. Ja, ein bisschen mehr Hinweise bräuchte ich da schon, Leute. Ein bisschen mehr, bitte. So kann ich jetzt hier noch eine Stunde rumlaufen und werde nichts finden. Ah. Nö, ich sehe da kein Land gerade. Wo könnte hier noch was sein? Da war die Leiche. Der Hund. Und sonst. Führt ja alles zum Baum, so oder so. Mensch, Geralt. Nö, da ist nichts. Da ist nichts mehr. Die Spuren am Boden und das war's. Ist das vielleicht ein Bug? Ihr habt mir schon gesagt, dass es Questbugs gibt. Ja, es ist in der Nähe. Super. Nee, Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, wenn ihr mir jetzt Tipps gebt, dann bringt das ja nichts. Ich muss online gucken, weil ich habe ja heute meinen Witcher-Tag. Naja gut, ich lasse es mal gut sein hier. Es tut mir leid, wenn ich jetzt die letzten paar Minuten mit Suchen verschwendet habe und das bringt nichts. Ich werde das online mal nachschlagen. Ihr könnt ja trotzdem schreiben, ob das bei euch funktioniert hat oder nicht. Ansonsten muss ich es halt leider auslassen, wenn ich nichts finde. Auf jeden Fall würde ich mich freuen über Feedback. Lasst mir Liebe da und schaltet wieder ein, wenn es heißt Witcher 3 Wild Hunt.